Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Farming Valley aus diesem super, super ertragreichen Sommer, den wir hier gerade immer noch, ja, nicht mehr vor uns haben, aber noch mittendrin sind. Das läuft nämlich wie geschmiert. Und apropos geschmiert, eben habe ich schon die Tiere versorgt, dachte mir, das ist ja eh immer dasselbe, müsste ja nicht ständig dabei sein. Außerdem spiele ich ja immer zwei Minecraft-Tage, das heißt, einmal kriegt ihr sowieso mit. Und siehe da, das mit den Treats hat sich ausgezeichnet. Hier gibt es Medium Milk. Ah, eine mittelgroße Flasche. Vielleicht habe ich ja auch Glück und das Huhn legt noch ein mittelgroßes Ei. Aber das weiß ich nicht. Müssen wir mal sehen. Im Preis, glaube ich, variieren die nur um 20 Goldstücke. Also ist jetzt nicht so, dass man davon reich wird. Aber reich wird man davon, wenn ständig dieses Zeug hier nachwächst. Was es nämlich schon wieder getan hat. Wieso liegt da Zaun? Hat den da hingelegt? Sehr, sehr komisch. Ja, und heute ist wieder so ein Tag, wo alles reif ist. Und ihr seht's, wir sind jetzt schon bei 57.000. Also, es geht nur in eine Richtung und zwar nach oben. Das finde ich natürlich sehr gut. Ja, natürlich bauen wir heute auch an der Windmühle weiter. Aber natürlich mit der Langzeitperspektive, dass wir endlich mal uns mit den Bienen beschäftigen können. Bevor ich das schon wieder vergesse, dass wir das überhaupt vorhaben. Allerdings muss ich dazu noch ein bisschen gucken, was wir da eigentlich brauchen an Zeugs. Das ist nämlich nicht ganz so einfach, nicht zu vergleichen mit den Pam's Harvestcraft-Bienen, falls sie jemand kennt. Die sind da eher sehr pflegeleicht. Bei Forestry ist immer grundsätzlich alles wesentlich komplizierter, gleichzeitig auch, ja, komplexer. Ich will jetzt nicht realitätsnäher sagen, das ist bei Minecraft immer ein bisschen schwierig. Aber doch, man könnte es beinahe, wenn man denn wollte, könnte man dieses böse Wort verwenden. Aber nur beinahe. So. Na dann mal weg damit. Melone, Korn, zack, zack. Ach ja. Das gibt gut Kohle. So, wir hatten hier auch noch ein bisschen Stein gebrannt, weil ich schon wusste, dass ich den brauchen werde. Aber hatte ich nicht auch erwähnt, dass das ohnehin viel zu wenig ist? 7 und 7 sind 14 und dazwischen sind jeweils 5. Das müssten 24 sein, die ich brauche, oder? Was meint ihr? Ihr wisst auch nicht so genau, ne? Ah, ja, kann ich verstehen. So abschätzen ist immer gefährlich, wobei es ist gar kein Abschätzen, denn die Zahl ist relativ selbsterklärend. Aber das werden wir alles gleich noch sehen. Ich nehme ja auch mal noch ein bisschen Dirt mit, denn ich werde mich noch weiter hochbauen müssen. Und wir nehmen schon mal Fichte mit. Das sieht einfach schöner aus mit dunklerem Holz. Ja, und was da genauer schöner aussieht, morgen Jakob, das werden wir jetzt uns mal angucken. Ah ja, noch ein kleiner Kontrollblick hier vielleicht in die Fabrik. Mal die Kanne aus der Hand legen. Ah, die müsste auch gleich wieder abernten. Kann nicht mehr lange dauern. Vielleicht hören wir das ja sogar. So, wir haben ja hier das Grundgerüst, haben wir ja schon mal gestellt mit diesem riesigen Balkon. Da werden wir auch noch mehr Zaun brauchen, aber jetzt einfach mal wieder da hoch. Denn Zaun kommt auch schon mal hier so als Gedächtnisstütze. Hier drumrum, damit man nicht runterfällt. Sehr, sehr sinnvoll. Was jetzt hier passieren wird, ist, dass die ganze Konstruktion von diesem Unterbau hier um eins rausgezogen wird. Ich fange einfach mal an zu bauen, dann versteht ihr das wahrscheinlich eher, was ich meine. Und zwar so, glaube ich, oder? War das nur in die Breite oder auch in die Tiefe? Das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich glaube, es war nur in die Breite. Nämlich so. Ja, dadurch bekommen wir jetzt hier so ein, ja, kein Quadrat mehr, sondern ein Rechteck. Und dann kommen auch hier die Fichtenhölzer ins Spiel, denn die machen jetzt wieder so diesen Fachwerk-Touch, nenne ich ihn mal. Der ist ja bekannt aus Minecraft, nämlich mit den Balken.
und dem entsprechenden Innenleben. Wobei ich das ein bisschen anders machen werde als in der Vorlage, das sehen wir aber gleich. So, 1, 2, 3, 4 muss das hoch sein. Ich glaube sogar, wenn ich ehrlich bin, müsste da noch ein Fünfter oben drauf. So, jetzt habe ich mich hier hochgebaut. Das ist sehr gefährlich jetzt. Genau, deswegen. Naja. So, und hier in der unteren Zeile kommt da ein Fenster rein. Wie gesagt, streng nach Vorlage jetzt gesehen. So, und da habe ich sogar noch einen dran gebaut, ne? Ja, mache ich aber diesmal nicht, sonst falle ich wieder so tief. Ja, durch diese runden Stämme ändert sich jetzt natürlich so einiges hier, denn auch hier die Ecken verbinden sich so komisch zu, naja, nicht mehr runden Stämmen, sondern so irgendwie ums Eck gezogene oder keine Ahnung, wie ich das ausdrücken soll. Es sieht auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig aus. Ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass man immer schön hier sein Gerüst weiter hochbaut. Und möglichst auch so in die Richtung, dass man auch weiter hochlaufen kann. Ich habe es eben andersrum versucht. Das ist ein bisschen blöd. So, die Steine sollten fertig sein. So viele hätte es gar nicht gebraucht, aber naja. Ziegelsteine kann man bestimmt nochmal weiterverwenden. So, gibt es denn jetzt auch ein Ei? Nö. Ja, warum gibt es kein Ei? Ganz klar, ich habe das Huhn ja gar nicht gefüttert. Ich doof. Ach, bin ich ein doof. Ich habe es hier nur rumgetragen und habe ihm nur den Treat gegeben. Na, seht ihr. Also nur ein kleines Ei. Schade, jetzt haben wir schon mittelgroße Milch, aber nur kleine Eier immer noch. Aber das wird sich ändern. Wenn es bei der Kuh geklappt hat, klappt es beim Huhn auch. Ja, jeder Veterinär wird jetzt wahrscheinlich sagen, was? Wie kommt ihr denn darauf? Aber ich bin da wirklich fest überzeugt von. So, eins da noch und eins da noch. Und dann hier noch den Balken nach oben. So. Ja, das ist jetzt schon mal wieder ein weiteres kleines Puzzleteil, nämlich die Mittelkonstruktion, nenne ich sie mal. Abgerundet wird das Ganze oben von einem, ja, Eichenholz Bouquet, nein, nicht Bouquet, von einem Eichenholzteil eben. Anteil, so. So, das hat ja schön gepasst. Jetzt kommt noch die Geschichte, wo ich jetzt tatsächlich auch es wage, von meiner Vorlage abzuweichen, weil die hier was vorsieht, was ich persönlich nicht mag. Nämlich hier würde man jetzt mit Wolle arbeiten. Und irgendwie seit ich Minecraft spiele, habe ich ein Problem damit, ein persönliches, Wände aus Wolle zu bauen. Ich weiß nicht warum. Mag ich nicht. Und deswegen habe ich mich sehr früh dazu entschieden, das immer mit Fichten, nicht mit Fichten, mit Birkenholz zu machen, weil das auch so in diese Pseudo-Fachwerkrichtung geht, je nach Texturenpaket natürlich. Aber müsste auch hier im normalen funktionieren. Das gucken wir uns dann aber auch an. Am besten morgen vielleicht, würde ich vorschlagen. Jetzt machen wir noch so einen kleinen Kontrollgang hier. Gucken wir mal, was sich bei den Naturabüschen so getan hat. So, da. Blueberries brauche ich leider nicht. Und vorm Haus fliegen ja auch noch welche rum. Gehe ich mal außen rum, nicht durchs Haus. Denn unsere Stadtmauer wartet ja auch noch auf Fertigstellung. Aber darauf wird sie ja noch eine Weile warten dürfen, bei dem Tempo hier. So, waren das nicht zwei? Ah, es sind zwei. So, da sammle ich jetzt mal so ein paar im Inventar. Ich habe keine Lust, immer wegen so zwei Stück da in der Gegend rumzurennen. Stattdessen machen wir heute mal ein frühes Schläfchen, schon so gegen 19 Uhr. Und gucken schon mal in die Kiste. Habe ich noch genug Birkenholz? Naja, es wird ein bisschen eng, aber ich nehme es schon mal raus. Könnte was werden. So, und eine Halbstufe könnten wir auch noch gebrauchen.
Falltüren und... Ja, die Vorlage nimmt Glasscheiben. Ich habe jetzt aber keine Lust, hier noch 16 Glasscheiben herzustellen. Ich nehme einfach mal einen Glasblock mit und dann gucken wir uns das Ganze einfach mal an. Aber erst, wenn ich geschlafen habe und ich bereite mich dann immer schon mal vor. Denn diesmal kommt ihr nicht drum herum, jetzt müssen wieder die Tiere versorgt werden. Ja. Morgen. Na Kuh, hast du das Huhn gefressen? Nun geh doch mal. Super. Ja, jetzt haben wir die Feder aufgesammelt. Ah, hier, Chicken. So, da haben wir schon mal das wieder gemacht. So, ausgebürstet habe ich die Kuh gestern auch schon. Das heißt, muss man heute nicht machen. Mal gucken, ob es heute wieder eine Medium gibt. Okay, Inventar war voll, aber das sieht gut aus. Das war eine Medium. Also scheint das jetzt dauerhaft auch zu bleiben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt immer so ein Treat mitfüttern muss oder ob das jetzt einfach so ein Feature ist, was bleibt. Macht aber einen guten Eindruck. So fürs Erste. Ja, das Zeugs da abernten, das mache ich dann auf dem Rückweg und auch gießen. Ich baue jetzt hier an diesem, an der Mühle weiter. So, schlauerweise habe ich mir hier einen Eingang gelassen. Und ich stelle gerade fest, ist zwar eigentlich egal, aber das Fenster kommt auf die Seite. Denn das hier ist ja vorne, hat mir gesagt, hier mit der freien Fläche, damit der Wind gut angreifen kann. So, dann kommt jetzt das Fensterchen hier unten rein. Also ein Fenster. Ach, da kommt noch ein Fenster. Na egal, das kann man auch später noch machen. Und jetzt nehmen wir hier die ganzen Birkenhölzer. So, hier soll noch ein Fenster rein angeblich. Ich setze jetzt aber erstmal Holz rein und hau einmal wieder weg. Ja. Und ich finde, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Okay, wie gesagt, an diese runden Stämme muss ich mich erst gewöhnen. Das war ja ewig lange nicht so. Wirkt jetzt spontan ein bisschen komisch. So, und sicherheitshalber baue ich Fenster auf jeder Seite ein, damit es da drin auch nicht zu dunkel wird. Ja, und was müssen wir noch machen? Dringend mal wieder Birkenholz besorgen, denn das wird jetzt hier ganz schön reinhauen. Das ist nämlich mein letztes. Wieso hat er sich jetzt da oben? Das sieht doch scheiße aus, wenn ich das mal so uncharmant sagen darf. Okay, nicht, dass das viel besser aussieht, aber... Nee. War das auf der anderen Seite auch so? Also es kommt darauf an, wo man hinzielt. Das habe ich jetzt schon verstanden. Man muss auf die Seite zielen, damit sie es mit der Seite verbindet, oder nach oben, damit sie es nach oben verbindet. So hundertprozentig glücklich bin ich damit ja nicht, aber jetzt habe ich es so angefangen, jetzt ziehe ich das auch durch. Gut. Ja. Ja, und wie es dann oben weitergeht, dazu werden wir wahrscheinlich heute in der Aufnahme auch nicht mehr kommen. Im Survival baut es sich auch irgendwie so langsam, habe ich immer das Gefühl. Oder ich bin nur langsam, das kann natürlich auch sein. So, die obligatorischen Falltüren dürfen natürlich auch bei dieser Konstruktion hier nicht fehlen. Und hier ein kleiner Akzent. Sehr schön. So, und jetzt habe ich mich auch ganz schlau hier dazu verdonnert, hier runter zu springen. Aber es ist ja nicht allzu hoch. Nur ein halbes Herz. Okay, was wir jetzt noch ganz schnell machen können, ist noch so ein bisschen Zaun herstellen. Denn da werde ich ja noch einiges benötigen. Ach, der alte Zaunwitz wird aber auch nicht besser dadurch, dass man ihn immer und immer wieder wiederholt. Was ist denn eigentlich so schwer, sich daran zu merken? Ich werde es nicht verstehen.
Es will mir, es ist mir unbegreiflich. Das habe ich da eben schon mal gemacht. Sag mal. War ich wieder so abgelenkt von meiner Schönheit? Das ist jetzt meine Ausrede, glaube ich, immer dafür. Ich bin zu abgelenkt von meiner Schönheit. Naja, 12 Zäune. Ich habe vergessen, dass das hier ein bisschen mühsam ist mit den Zäunen. Dann machen wir auch hier diese lustigen Stützen hin. Genauso wie hier. Ja, und da muss ich schon wieder Zaun nachlegen. Da bereite ich mich am besten dann für die morgige Folge vor. Denn dann kommt ja auch der nächste Stock oben drauf. Der wird dann noch ein Stückchen breiter, jedenfalls von der Umrandung her, damit dann hier so dieses mühlenähnliche Gerüst entsteht. Ja, und dann gucken wir mal, wie es so weiterläuft. Vor allen Dingen auch, was die Finanzen sagen. Denn jetzt muss ich natürlich ran hier ans Ernten. Wir sind jetzt schon bei 66.000 Goldstücken. Das heißt, so weit sind wir nicht mehr von dieser magischen 100.000er-Grenze entfernt, die ich mir einfach mal so gesetzt hatte. Damit wir uns mit den Bienen beschäftigen können. Ich weiß, klingt irgendwie komisch, ist aber so. Liegt aber an den Geräten, die man normalerweise ziemlich, ja, nicht billig, aber, sag ich mal, ohne großen Umstand herstellen könnte. Was aber hier leider nicht geht. Denn hier kann man sie nur kaufen. Das finde ich ein bisschen blöd, aber naja. Ich habe es ja so gewollt, deswegen spiele ich das Ganze ja auch mit seinen ganzen Schikanen, die es hier so versteckt hat. Habe ich hier. War so, als hätte ich eins vergessen. Können ja schon mal schauen, damit ihr euch schon mal mit überlegen könnt, wo wir jetzt alles noch hin müssen, um das dann zu bekommen. Ich möchte mich hier so ein Apiary bauen. Und dazu brauche ich ein Impregnated Casing, was ich nur in dem sogenannten Carpenter herstellen kann. Der Carpenter ist eines der Geräte aus Forestry. Carpenter, die sehen alle so ein bisschen ulkig aus. Und dazu braucht man Bronze, das muss ich beim Blacksmith, ja, genau, beim Schwarzschmied. Nein, beim Schmied muss ich das kaufen. Und dieses Sturdy Casing, und das kostet, glaube ich, die 100.000. Wobei mir damit Schrecken einfällt, dass der Carpenter natürlich nur funktioniert, wenn man einen Generator hat. Und ich glaube, der braucht auch dieses komische Casing, oder? Nee. Ah, der braucht nur. Der braucht nur Kupfer, das ist noch okay. Und dann brauchen wir noch dieses Schleudergerät oder wie das heißt, die. Fällt das Wort gerade nicht ein. Wie heißt das Ding? Nicht Resine, das ist das zum Fahrradfahren. Nein, mir kommt es gleich. Zentrifuge, glaube ich, würde man dazu sagen. Das braucht man ja auch, nämlich um den Honig rauszuschleudern aus den Waben. Da kann es nämlich sein, dass wir sogar 200.000 brauchen. So, Forestry. Es gibt auch ein Minecart mit einem Bienenhaus. Was soll denn das bringen? Sehr interessant. So, sagt einfach Stopp, wenn ihr es gefunden habt. So, wie gesagt, die sehen alle gleich aus. Das ist der Butler, Carpenter, Zentrifuge. Ja, die brauchen auch das Sturdy Casing. Also, ich brauche auf jeden Fall, um die Bienen tatsächlich. Ist das im Crafting-Feld? Um die Bienen dann tatsächlich anzuwerfen, brauche ich sogar 200.000. Ja, zum Abschluss der Folge werden wir jetzt aber noch die spannende Frage beantworten lassen. Was denn jetzt eigentlich dieser tolle Saft bringt, den wir uns hergestellt haben? Denn ihr seht, ich habe endlich mal wieder Durst. Ja, dann trinken wir den nochmal weg. Was war das andere? Dreieinhalb? Habe ich mir das richtig gehört? Dreieinhalb? Das waren jetzt, glaube ich, vier. Okay. Ist jetzt nicht so unbedingt der Riesengewinn, aber es war auch nicht teuer in der Herstellung. Ich will also gar nichts gesagt haben. Ja, was ich jetzt noch gesagt haben möchte, ist, tschüss, macht's gut und bis morgen.